Und der erste Start ist geglückt auf die erste Stadionrunde des Tages. Und da sehen wir gleich Carolina Krawczyk, wie sie schon die erste überrundet und sich direkt an die Spitze setzt. Also hier sieht man wirklich hohes Niveau von Carolina Krawczyk. Und die läuft gleich vorne weg mit einem ganz guten Abstand jetzt in die letzten 200 Meter als erste in die Kurve. Und jetzt geht es schon direkt auf die Schlussgerade auf der Bahn 3. Auch Elisa Lechleitner sehr gut dabei. Carolina Krawczyk weiterhin vorne. Und jetzt die letzten Meter, da muss man noch mal beißen. 52,09 Sekunden inoffiziell für Carolina Krawczyk. Wir warten kurz noch auf die offizielle Zeit. Und es sind 52,06 Sekunden für Carolina Krawczyk. Das ist fast ihre persönliche Bestleistung. Nur 200stel drüber. Also wirklich sehr starke Zeit. Ja, die 400 Meter sind schon eine sehr fordernde Disziplin. Und hier haben wir die Ergebnisse. Also Carolina Krawczyk 52,06 gewinnt diesen Lauf. Vor Elisa Lechleitner 53,31.